Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Radio-Folge in EAFC24. Mein Name ist Dr. Skill. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge: FC Bayern gegen Galatasaray. Ich hoffe, ich spreche es immer noch richtig aus. Realspiel findet statt am Mittwoch, dem 8.11. um 21 Uhr. Wir sehen Bayern in den weiß-roten Trikots von links nach rechts. Spieleinstellung wie immer: Schwierigkeitsstufe, legendär, Halbzeitlänge 4 Minuten. Und jetzt freuen wir uns hier auf die Partie. So, Bayern auf jeden Fall schon mal hier am Stören. Wollen hier natürlich nicht so viel zulassen. Ja, der Ball kommt gut nach vorne. Gefährlich hier am Strafraum. Der zieht rein. Was machen sie draus? Ja, er kommt hier gut durch. Ja, in letzter Sekunde hier Bayern und gerade noch den Ball wegbekommen. Ja, aber nicht im Ballbesitz bleiben gekonnt. So, jetzt schauen sie mal, was sie da am besten machen können. So, aktuell Bayern noch nicht mit sehr viel Dominanz hier in der Hälfte. Der Ball super hier vor in den Strafraum. Nochmal nach hinten. Ja, hat man jetzt hier nicht direkt die Lücke gefunden. Ja, der Ball kommt super hoch rein. Wird in letzter Sekunde weggeköpft. Gerade nochmal so verteidigt. Aber hier weiter der Druck auf der Seite von Bayern. Erste Viertelstunde ist jetzt rum. So, sie versuchen es hier über den rechten Flügel. Ja, er kommt super durch. Der Ball ist im Strafraum. Geht nochmal nach außen. Bleibt gefährlich. Den lässt er durch. Nochmal auf den linken Flügel raus. Was machen sie draus? Ja, jetzt im Strafraum gefährlich. Wird natürlich gestört hier. Die Bayern bis jetzt noch nicht mit so viel Dominanz hier im Spiel. Ja, sie versuchen das Spiel schnell zu machen. Bayern jetzt mal hier am Ball, konnte das Ganze abknüpfen. Musiala hier am Ball. Jetzt versuchen sie es hier über den rechten Flügel mal. Ja, der Fehlpass. Jetzt geht es in die andere Richtung. Die forcieren es jetzt hier auch wieder. Langsam über die Station hinten das Spiel aufbauen. Ja, der Fehlpass. Jetzt Bayern wieder hier am Ball. Wird aber hier auch wieder früh gestört. Können sich aber irgendwie behaupten. Jetzt mal die Ballverlagerung auf die anderen Flügelseite. So, er setzt sich hier gut durch. Die Bayern jetzt mal hier mit der ersten, ja, ich sag mal offensiveren Möglichkeit. Aber verlieren hier schon den Ball wieder im Mittelfeld. Kommen nicht wirklich ins Spiel hier rein. So, jetzt hier der linke Flügel, super Pass hier Richtung Strafraum. Er kommt nicht viel weiter. Ja, er kommt irgendwie doch voran. Ja, gefährlich Richtung Tor, wird hier nochmal gestoppt in letzter Sekunde. So, und jetzt die Bayern hier mal mit der Möglichkeit über die Mittelfeldlinie. Jetzt kommt aber auch hier wieder der Ballverlust. Bis jetzt Bayern wirklich hier sehr in der passiven Rolle, muss viel verteidigen, wenig angreifen. Jetzt mal hier, ja, aber auch hier wieder der Fehlpass, können sich aber hier noch im Mittelfeld behaupten. Bayern jetzt mal mit der Möglichkeit über den linken Flügel, soweit waren sie noch nicht dieses Spiel. Gefährlich hier im Strafraum, er liegt ab. Nochmal, ja, es gibt keinen Schuss hier. So, Bayern jetzt nochmal. Ja, und da wird der Ball abgenommen. Kurz vorm Strafraum. Und jetzt hier die Möglichkeit für den Konter. Ja, nee. Bayerns Fuß noch dazwischen. Kann das Ganze hier entschärfen. Und es dürfte jetzt zur Halbzeit gehen. Jawohl, da ist der Halbzeitpfiff. Spielstand zur Halbzeit ist 0:0. Ja, wir sehen hier die Fans. Nochmal und ein paar Informationen. Ja, das wird gut beschrieben. Nicht viel los. Eine sehr gute Beschreibung. Wir hüpfen mal rein in die zweite Hälfte hier. Des Spielers. Die erste Hälfte bis jetzt ohne größere Gefahr. Von Bayern haben wir tatsächlich relativ wenig gesehen. Bis jetzt auch in der Schlussphase mal kurz. Aber entsprechend freuen wir uns umso mehr um die zweiten 45 Minuten. Von denen wir uns natürlich sehr viel erhoffen werden. Sehr viel Fußball, sehr viel Spannung. So, aber jetzt erstmal Bayern wieder im Verteidigungsmodus. Ja, sie setzen sich hier auf dem linken Flügel super durch. Ja, im Strafraum
Legt ab. Ja, da ist die Lücke in letzter Sekunde von Bayern geklärt. Das hätte gefährlicher werden können. Und jetzt Bayern hier mal über den linken Flügel. Probieren sie es irgendwie? Ja, der kommt an bei Davis. Ja, versucht ihn zu schicken, wird aber hier geblockt. Die Balleroberung zurück. Musiala jetzt hier am Ball rüber in die Mitte. Er legt ab auf seine Nähe. Da kommt er vorne und da! Der erste Torschuss, der mal gefährlicher wurde. Es gibt die Ecke. Und wir sehen den ersten Wechsel hier. Karin Demi. Ja, jetzt habe ich den Namen leider entfallen. Entschuldigung. Ich übe noch an meinen Kommentatorenfähigkeiten. Demi Rabai ist eingewechselt worden. Der Ball wird jetzt erstmal rausgeköpft. Ja, kann einigermaßen geklärt werden. Ball bleibt aber erstmal bei Bayern. So, jetzt probieren sie es hier über den linken Flügel. Ja, er versucht hier sich abzusetzen. Der Pass rüber auf Musiala kommt gut an. Was machen sie draus? Der Ball wird abgenommen. Bevor es hier noch zu gefährlich wird. Und jetzt hier die Möglichkeit für den Konter. Zaniolo über den rechten Flügel. Er hat Platz. Anspielmöglichkeiten sind im Strafraum mit dabei. Er zieht hier auf die Linie und holt die Ecke raus. Stark gemacht. 65. Spielminute. Wir sehen den nächsten Wechsel. Leon Goretzka kommt auf Seiten von Bayern. Soll ich hier nochmal frischen Wind mit reinbringen? So, die Ecke wird hoch ausgeführt. Ja, wird weggeköpft. Gar nicht so leicht hier. Jetzt nach außen wieder. Der ist nicht im Abseits. Das geht weiter. Die haben hier Platz am Flügel. Der Ball kommt Richtung Strafraum. Gefährlich. Ja, er legt ab und das könnte gefährlich werden. Hier in letzter Sekunde nochmal irgendwie geklärt. Ja. Da hatten sie mehr Dusel wie Verstand, das Teil hinten nochmal rauszukriegen. Jetzt die Bayern aber hier mal mit einer schnellen Möglichkeit über den rechten Flügel. Die probieren es. Er schickt ihn auf Mazraoui. Naja, der nimmt aber die Station hinten nochmal mit. Kimmich jetzt auf Gnabry. Gefährlich im Strafraum, was machen sie draus? Der Pass liegt ab, der Schuss wird geblockt und in letzter Sekunde hier der Keeper noch dran. Ansonsten wäre hier vielleicht der Abstauber entstanden. Daher sehr wichtig, wir sind in der 75. Spielminute. Bayern behauptet sich hier relativ früh gleich wieder vorne, um den Ball gar nicht so weit wegzulassen. Das hat aber nicht so funktioniert. So, jetzt wieder hier in der Möglichkeit. Wir suchen es hier über den linken Flügel. Ja, früh gestört, hat sich gelohnt. Wird aber auch gut unter Druck gesetzt. Sind einige Gegenspieler mitgegangen. Bayern kommt gerade hinten, gefühlt nicht richtig raus. Jetzt hier die Möglichkeit, um sich ein bisschen Luft zu machen. Sind in der 82. Spielminute mittlerweile. Was hat dieses Spiel noch in sich? So, sie versuchen es hier über die linke Seite. Ja, Ball kommt hoch rein, wird rausgeköpft. So, jetzt hier die Möglichkeit nochmal. Mit dem Konter, 85. Spielminute. Da könnte nochmal was gehen. Der Pass rüber, stark. Es geht schnell, er schickt ihn, aber in letzter Sekunde hier abgefangen. Und jetzt Bayern also nochmal mit der Angriffsmöglichkeit hier nach vorne. Ja, gute Pässe. Es geht raus auf den linken Flügel auf Coman. Der passt den Ball wieder rüber. Es geht auf den rechten Flügel. Super hier. Jetzt mit einer schnellen Möglichkeit. Aber der Ballverlust. Und könnte das jetzt hier nochmal den letzten Angriff geben. Nachspielzeit eine Minute. Sie versuchen es hier nochmal mit dem linken Flügel. Bayern fängt das ganze Teil ab. Und damit ist das Spiel vorbei. Endstand des Spieles ist 0:0. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen dieser Orakelfolge. Schaut euch auch gerne die anderen Orakelfolgen hier auf diesem Kanal an. Bis dahin, ciao, ciao.